So, willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Simon the Sorcerer 3D. Wir müssen jetzt hier ganz schnell entkommen. Wir haben jetzt die Wahl, nehmen wir Sophie mit oder nehmen wir Sophie nicht mit. Ich bin dafür, dass wir ihn mitnehmen. Und das können wir dann mit dem Staubsauger machen. Hör auf zu jammern. Ich rette dein Leben. So. Wo geht's jetzt hier raus? Hier. Oder auch nicht. Hä? Okay. Da ging's doch raus. So, der einzige Ausgang hier. Achso, muss man Steuerungstaste drücken. So, wir haben jetzt nicht viel Zeit. Wir müssen jetzt quasi den ganzen Weg wieder zurück. Ich sehe nichts. Er hat hier das Licht ausgemacht. Da oben läuft übrigens ein Countdown ab. Und in der Zeit muss man das auch schaffen. So, beim Rückweg immer den mittleren Transporter benutzen, das weiß ich noch. Gab's hier mehrere? Nee, gibt's nur den einen. Okay, das war offensichtlich schon mal falsch. Dann können wir gleich nochmal laden. Load Game. So, wir nehmen trotzdem Sumpfi noch mal mit. Hör auf zu jammern. Ich rette dein Leben. Nee, warte mal, hier nicht. Doch. Ich brauche mehr Resorted Folgen. Das war schon mal falsch. Okay, warte mal. Bis nach oben. Rennen geht übrigens nicht. Ach, nun komm schon. Da willst du mich verarschen, Sam. Jetzt. Ich sehe nichts. So ist ja nur der eine, ne? Ja. Hä? Ich sehe nichts. So, am Leben nicht rangekommen. Zeit abgelaufen. Nein, das darf nicht sein. Ah, und abgeschmiert. Wie schön. Geschafft. Und was habt ihr verpasst? Wie ich durch den letzten mittleren Teleporter gerannt bin. Simon schreit, fliegt aus dem Bildschirm raus. Ich glaube nicht, dass das gut ist.
Mehr habt ihr nicht verpasst. So. Hier speichern. Speichern ist immer gut. So, ich habe Sumpfi natürlich mitgenommen. Und jetzt brauchen wir unsere CD hier, die wir schon die ganze Zeit parat haben. Hier läuft ja kein Timer mehr, ne? Nee, mehr ist hier nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufwecken kann. So, kommst du zurück in deinen Körper? Kannst du dich überhaupt angucken? Nein. Okay. Es gibt weder eine Tastatur noch irgendwelche Knöpfe. Hier steht, bitte Bootdiskette einlegen. Ich glaube, Sumpfi hat das Universum gecrasht. Hier steht, bitte Bootdiskette einlegen. Gut. Dann gibt's hier einen Trick. Der bei mir nicht funktioniert. Na geil. Es gibt weder eine Tastatur noch irgendwelche Knöpfe. Es gibt weder eine Tastatur noch irgendwelche Knöpfe. Es gibt weder eine Tastatur noch irgendwelche Knöpfe. Ja. Nee. Das brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt wieder das Buch ausgewählt. Ach, schade. Ich dachte, das funktioniert. Und zwar, der Trick ist, dass man das CD-ROM-Laufwerk, wo sich das Spiel drin befindet, öffnen muss. Und dann geht das hier weiter. Das habe ich auch gerade getan. Und nichts passiert. Das eigentliche Problem an der Stelle ist, dass ich ein Patch installieren musste, der auch gleichzeitig irgendwie anscheinend als Not-CD-Crack funktioniert, dass ich das zum einen überhaupt spielen kann, es nicht ganz so oft abschmiert, was zum anderen aber auch nicht die Präsenz der CD im Laufwerk benötigt. Was so viel bedeutet wie, es geht nicht weiter. Es gibt weder eine Tastatur noch irgendwelche Knöpfe. Tja. Jetzt wird's knifflig. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich versuche mal was. Wenn es funktioniert, sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Und zwar, es hat funktioniert. Jo. Du bist gerettet, Simon. Du sei mein allerbester Freund. Ich dich lieben. Gott, hätte ich dich Riesenbaby doch da drin gelassen. Moment mal,
Wo ist Kalypso? Die Heimreise dürfte ohne eigenen Körper wohl kaum so richtig Spaß machen. Kalypso? Kalypso! Wo bist du? Hör auf, so rumzuschreien, du pferdeschwänzige Schwuchtel! Wer ist da? Wer zum Teufel bist du? Ich saß schon seit Jahren im Nexus fest. Und als du vorbeikamst, ergriff ich die Gelegenheit zur Flucht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Simon, der Zauberer. Aber ich? Dir fehlt wohl etwas der Durchblick, mein unterbelichteter Freund. Schau mal, für alles Gute existiert eine entgegengesetzte Inkarnation, die das Böse enthält. In 99,9% aller Fälle begegnen sich diese Inkarnationen niemals. Aber hier ist die Ausnahme dieser Regel. Also haben wir die Kontrolle über das Universum. Wunderbar. Höchste Zeit für ein wenig Schabernack. Aha, wie geht's jetzt weiter? Aha. Okay, dieser Cliffhanger zu Teil 4. Na, immerhin gibt's einen Teil 4. Den spiele ich auch nochmal irgendwann für euch. Aber Moment, erstmal nochmal nicht. Okay, jetzt kommt hier schlechte Musik. Ah ne, kommt auch noch ein bisschen Bild. I'm going to my trailer. Bring mal jemand ein stärkeres Seil. Für dieses. Hey! Misslungene Szenen. Ja, das war ja damals auch der heiße Scheiß für Computerspiele. Witzig! Yay! Er ist halt 18 Jahre alt momentan, das Spiel, ne? Wir haben 2020. Was ist denn hier los? Wo sind die verdammten Texturen? Die sind noch nicht fertig. Wie soll ich bloß unter diesen Bedingungen arbeiten? Ich bin in meinem Wohnwagen. Und das Spiel ist von 2002. Und besorg mir mal einen Kaffee. Was tut man nicht alles für seine überbezahlten Stars? Das habe ich gehört. Na, nächste schlechte Szene. Wo ist sie? Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Hey, tritt in die Eier. Oh, das stand aber nicht im Drehbuch. Sorry, absolut keine Ahnung, was mich dazu gebracht hat. Schaltet mal die Kamera ab. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Wenn man minderjährig ist, ist das bestimmt total lustig. Stimmt. Aber ich kann dafür sorgen, dass du nicht... Ups, Moment mal bitte. Hallo? Ich hab doch gesagt, dass du mich nicht während der Arbeit anrufen sollst. Nimm das Handy nicht mit. Natürlich liebe ich dich noch. Und ich liebe dich auch, sorry. Nein, natürlich lachen sie nicht über dich. Wir lachen mit dir, nicht über dich. Ja, die Fatman Studios. Kleine Überraschung gefällig? Peng! Na gut, welcher Herzpolt hat das hier eingebaut? Zum Glück werde ich nach Stunden bezahlt. Yeah. Na, kommt noch eine Szene? Da ist sie. Na, wie war das? Das war klasse, Toni. Kannst du es nochmal machen? Etwas langsamer und kraftvoller. Wie oft habe ich das schon gehört? Spiel es nochmal, Toni. Ding dong, die Hexe ist tot. Ach nee, das war Sam, ne? Genau, spiel es nochmal, Sam, war das nicht Toni. Egal.
pisst nicht länger. Du. Da kann man erstmal 10 Minuten warten, bis die Leute sich bei sowas beruhigt haben. Eigentlich will mich mein Agent ja bei gute Zeiten, schlechte Zeiten unterbringen. Wo ist eigentlich die Kuh hin? Ich habe nur noch 3 Szenen bis zum Mittagessen. Wo ist der Dompteur? Wo ist der verdammte Kuh-Dompteur? Der ist gerade beim Mittagessen. Na, dann hol ihn sofort her. Das Biest ist vollkommen wahnsinnig geworden. Und was ist um Himmels Willen mit seinen Beinen los? Die sind zu kurz. So ein durchschnittliches Krokodilhirn, das ist nicht viel größer als... Und glaub mir, ich kenn mich da aus. Hab in meinen jungen Jahren so manchen Krokoschädel aufgerissen. Mit Natürlich haben sie manchmal auch Glück. Ist verdammt nochmal das glücklichste Tier der Welt, so ein Durchschnittskrokodil, verstehst du? Die danken Valve für Half-Life? Okay. Und der Orkan ist ein östlichen Bestländer, das hab ich genau gehört. Da bei der Chapel of Light, ihr kennt dich, oder? Noch eine? Hey, könnte mich vielleicht jemand aus dem Ding befreien? Hey! Der Anblick war doch ganz nett. It's based on real people. Nee, natürlich nicht. Wer soll den Leuten denn ähnlich sehen? Bei den 5 Polygonen da oben im Gesicht. Das waren die ersten Computerspiele. Frogger, Centipede, Pong. Damit ging's los. Späten 70er, Anfang der 80er. Nicht wirklich. Ist, glaube ich, auch aus Monkey Island 2 geklaut, wo die Affen da im Vorspann tanzen. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Nuts to this, I'm off. So, nachdem das Spiel sich einfach mal selbst beendet hat, hänge ich jetzt hier einfach noch mal ein bisschen dran. Und mein Abschiedsgelaber hier will ich euch ja nicht vorenthalten, nicht? Oh, dieser Reisschwenks, grandios. Wie habe ich jetzt das ganze, das Mysterium hier mit der CD lösen können? Nun, ich habe nochmal die ursprüngliche Exe-Datei von der CD drüber kopiert, also quasi damit die ungepatchte Version, CD eingelegt und gehofft, dass mein Savegame nicht abschmiert. Das hat funktioniert. Das war auch alles. Warum er jetzt da zurück in Windows einmal kurz gehüpft ist, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein Phänomen von Windows 10, wenn man CD-ROM-Laufwerk aufmacht, während gerade auf die CD zugegriffen wird. Bevor dann der Quellcode von dem Spiel sagt, Mensch, geht doch weiter. April, April. Ja, eine sehr merkwürdige Invasion. Egal. Wir haben es ja jetzt hingekriegt. Es lief ja alles durch. So, mein Fazit zum Spiel ist... Vom Humor her gut, an einigen Stellen sehr gut, an anderen Stellen mehr so ein nett, ja. Aber im Großen und Ganzen doch ein sehr nettes Spiel. Einige Rätsel wie immer völlig querdenkend und boah, furchtbar. Also ohne, dass man schon mal gespielt hat. Also als Blind Let's Play
Wer sowas hinkriegt, unter 100 Parts, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Gehirn wie ein Planet. Bei mir sieht das leider etwas anders aus, deswegen mache ich sowas immer erst offscreen. Sprich, ich spiele es einmal durch, mache mir dabei meine Notizen und dann let's play ich es nochmal für euch mit den Notizen, so dass wir auch relativ zügig durchkommen und nicht an irgendwelchen bescheuerten Rätseln, und teilweise sind die richtig bescheuert hier, festhängen. Wem das Let's Play gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wem das Let's Play so überhaupt vor und hinten gar nicht gefallen hat, der kann das ja gerne mal jemandem schicken, den er so überhaupt nicht leiden kann. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ich euch in einem anderen Let's Play wieder mit begrüßen darf. Und Simon 4 wird auch noch folgen, genau wie Simon 5. Allerdings, wann das geschieht, keine Ahnung. Hier zwischen Teil 2 und Teil 3 hier vergingen einfach mal stolze, ich glaube, 2 Jahre. Ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen. Und zwar, weil ich genau wusste, dass das Ding total verbuggt ist. Simon 4 soll nicht mehr so verbuggt sein. Das habe ich allerdings noch nicht gespielt. Das heißt, ich werde sowieso erstmal wieder offscreen Let's Playen. Also nicht offscreen Let's Playen, sondern offscreen spielen und meine Notizen machen. Das heißt, es kann ein bisschen dauern. Ich bitte an der Stelle um etwas Geduld, dass da erstmal noch auf andere Spiele kommen. Und dann erst der nächste Simon. Die Reihe an sich ist ganz nett, gefällt mir ganz gut. Ich hoffe, dass die Witze beim nächsten Simon etwas reifer sind, weil teilweise sind die doch schon ganz schön pubertär blöd. Aber wir wollen das Spiel ja nicht an seinen Tiefpunkten messen, sondern am Durchschnitt, und im Durchschnitt war es doch ganz nett. Gut, damit verabschiede ich mich für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer, und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Let's Play wieder. Macht's gut. Tschüss.